Ja, ob du nur arbeiten darfst oder nicht. Irgendwie ist gerade momentan beides scheiße. Naja, Friseure dürfen ja weiterhin arbeiten und wir Friseure nehmen ja Regeln immer sehr genau. Und wir wollen ja dann auch genau nachfragen. Naja, und wenn du dann irgendjemanden fragst, naja, kommt das bald raus. Ordnungsamt, hallo? Ja, hallo, Daniel Goltz, mein Name. Ich bin Friseur und rufe an, und zwar zwecks der Notbremse. Da sind ja noch so einige Fragen jetzt im Kopf, die ich offen habe, die ich gerne loswerden würde. Nein, das tut mir sehr leid. Da müssten Sie das Gesundheitsamt anrufen. Die sind für diese Frage zuständig. Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Schon wieder ein Friseursalon. Gesundheitsamt. Ja, moin, Daniel Goltz. Ich rufe im Auftrag an vom Ordnungsamt und jetzt bin ich ja bei Ihnen gelandet. Und zwar habe ich noch mal ein paar Fragen. Ich komme aus einem Friseursalon zwecks der Notbremse, die jetzt deutschlandweit in Kraft tritt. Nee, die vom Ordnungsamt wissen auch nicht, was sie erzählen, ne? Nee, die sind dafür zuständig. Wir wissen hier nichts. Tschüss. Ja, aber Kunden glauben ja schon fast, dass Friseure sich die Testpflicht ausgesucht haben. Nee, haben wir nicht. Wir würden uns gerne nur auf Haare schneiden und Haare färben konzentrieren. Und natürlich unser perfektes Hygienekonzept, ne? Hier auch mal was Positives. Nach wie vor bleiben Friseursalons offen, denn sie sind nämlich inzidenzunabhängig. Ja, Haare schneiden ist halt ein Grundbedürfnis, was gestillt werden muss. Natürlich nur vom Profi und keine Kellerhaarschnitte, ne? Ist klar. In diesem Video will ich auch nicht lange rummeckern, weil das machen ganz viele andere Menschen, da habe ich schon gar keinen Bock mehr drauf. Ich mache immer nicht gerne das, was andere Menschen auch machen. Ich möchte heute ein anderes Grundbedürfnis befriedigen. Die 5 heftigsten Gesichtsausdrücke eurer Friseure, währenddessen ihr mit ihnen spricht. Ihr seht das ja momentan nicht mehr, weil wir haben ja diese Masken auf, ne? Aber hier mal ohne.